Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Company of Heroes 2. Wir spielen wie immer als Deutsche bzw. als Wehrmacht heute mal. Und zwar nicht ich allein, sondern mit dem Stringer und dem Grillmeister. Hallo. Der Grillmeister hat leider kein Mikro, das heißt, ihr hört hier den Stringer. Wir spielen auf der Map Stadt 17 und zwar gegen ein 3 gegen 3, wo die Gegner irgendwie voll noobig ausgucken. ja. Ich glaube, das sind die gleichen, die wir vorher hatten. Boah, den weiß ich gar nicht mehr. Den kenne ich wieder. Doch. Den Masuso oder so, den kenne ich wieder, den hatten wir vorher schon. Ey, aber die wissen jetzt unsere Taktik. Ne, wir müssen aufpassen. Wir müssen jetzt gleich am Anfang schon einheizen. MGs, deutsche MGs. Die werden mit Mörsern kommen. Ich bin mir fast schon sicher. Naja, wenn die mit Mörsern kommen, machen wir die einfach mit hier, Sturmgrenadieren. Die hast nur du. Ja, ich halt, ne? Ja, ey, übrigens, ihr habt noch nicht diesen... Psst, jetzt. Du, Grillmeister, hast noch nicht den den Sonderkommandant drin, den wir geschenkt bekommen haben, ne? Klar muss er den drin haben, das Update, das ist automatisch. Bei mir hat's fast... Ja, ja, er hat ihn drin, aber er hat ihn nicht in seinen Slots da. So, warte. Aber der ist gar nicht mehr so gut. Scheiße, jetzt habe ich einen Kommandant ausgewählt, als es gestartet ist. Das heißt, das haben sie gefixt, weißt. Weil normalerweise geht es so los, dass wenn es jetzt zum Beispiel noch im Ladebildschirm war oder noch was geladen hat und du schon einen Kommandanten dann ausgewählt hast, dann hattest du das ganze Game über gar keinen Kommandanten. Das ist ja kacke. Ja genau, und deswegen, ich dachte, das haben sie noch nicht behoben, aber haben sie schon. Okay, jeder macht seine Seite. Das heißt, Grillmeister, du machst die Mitte. Jeder hat die Gruppe verlassen. Oh Gott. Es wird ja immer leichter hier. Ey, aber das ist ja dann schon... Ich übernehme das hier oben, ich übernehme den Berg. Rücken. Ja, du nimmst links. Ja. Ja. So muss es auch sein. Ich liebe dieses Game. Oh mein Gott. Ich hab das so vermisst, Alter. Ja, weil der kommt gerade aus dem Urlaub. Und... War aber auch schön, muss ich sagen, so am Strand liegen. Es war zwar nicht das allerbeste Wetter, aber ansonsten... Naja, war in Ordnung. Sichert diesen Sektor. Wo bleibt mein MG-Team? Achso, das ist noch im Bau. Der Grillmeister hat schon seine ersten MGs. Der Grillmeister wird übrigens sich wahrscheinlich am Monatsanfang ein Mikrofon zulegen. Das heißt vielleicht, dass er dann in ein paar mehr Videos, zumindest Company of Heroes 2 Videos dabei sein wird wahrscheinlich. Schauen wir mal. Und ja. Das heißt, es kommen vielleicht gar keine Let's Plays mehr alleine hier. Das wäre doch was. So, also schauen wir mal. Meine Pioniere sind jetzt gerade da. So, da können wir ein schönes Treibstofflager hin platzieren. Ich mach auch gleich, Fuel. Fuel, ja. Ja, Fuel. Das habe ich auch so vermisst. Immer dieses, diese, möchte gern Englisch. Ja. Naja, ich habe gerade vor nicht allzu langer Zeit mit eben Französisch geredet. Hier im Chat. Kann Französisch. Français? Ja. Na, der hat zwar nie gesagt, und dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten, wie es denen geht und so, wie sein Name ist und wo er herkommt. Leon. Das war der von vorhin. Wie, das war der? Nee, das war einer, den habe ich, gleich nachdem ich zu Hause war, habe ich den PC eigentlich ein bisschen unter Runde gezockt. Okay. Und da habe ich dann, also, war glaube ich eine Franzosen-Lobby, glaube ich, oder so, nämlich da war dieser eine Franzose eben dabei. Ach ja, Franzosen. Jo. Ist aber eine schöne Sprache, also die ist relativ einfach zu lernen. Im Gegensatz zu Russisch oder sowas. Gott. Da lerne ich lieber Russisch als Französisch, ist mein Ernst. Oh ja, Französisch ist auch, ja, viel leichter. Ich hab gesagt, ich lerne lieber Russisch. Was? Ja. Warum? Weil ich Franzose. Ich darf es jetzt hier nicht sagen. Findest du schwul oder was? Nein. Bin nur nicht so der Fan von Französisch. Hier bitte. Jetzt Grillmeister, was machst du? Hier, die beiden Punkte. Du kannst zwar saugut die Mitte verteidigen, aber die Punkte sind auch wichtig, mein Freund. Sollen wir? Oh ja, die sind wichtig.
Liebes Mini. Nee, Stacheldraht machen wir jemanden. Der Gegner ist jetzt nicht so der Ein. Ja, ich merk's. Es sind ja nur zwei Gegner. Wenn der Tod eine Stimme hätte, würde er wie ein Deutsches im G-Klingen, haben die Russen gesagt. Genial. Oh, geil. Wieso noch wirklich das Deutsche im G mehr oder weniger schon loben? Ach du Scheiße. Obwohl das beides gleich viel kostet, ein deutsches und ein russisches MG, kostet beides gleich viel. Beides ja, aber das russische MG ist schlecht. Ja, oh ja, das ist schlecht. Der Ober hier am Takt, also. Ich glaube, ich bin gleich in der Base. Genau, da hat er recht. Ja, aber Russen ist genau das Gegenteil. Die Masse statt Klasse. Und das ist einfach das, wo auch viel stört. Jo, deswegen haben die Deutschen auch den Krieg verloren. Wenn eine Division von den Russen gestorben ist, kamen drei neue nach. War nicht qualifiziert, aber trotzdem unser angerampelt kam. 300 gegen 4 und schon was verkacken die Deutschen. Ach du Heiliger, jetzt rücken sie bei mir schon davor, das kann doch gar nicht sein. Ich bin gleich in der Base, ich bin gleich in der Base. Schweres MG! Ja, aber ich nicht! Mein Freund. Armer. Mein Pius zurück. Geh mit meinem G ein bisschen vor. Ich hab mich hier ein bisschen vor. Ich brauch Sturmgrenadiere, sonst wird es nichts. Wo bleiben die? Wo bleiben die? Ah, da. Go, go, go. Hey, Grillmeister, deine Pioniere können hier erobern. Ich weiß nicht, was sie planen. Riesenangriff, glaube ich nicht. Die greifen einfach nicht an, die machen. Oh ja, die planen auf jeden Fall einen Riesenangriff. Sprint, 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 come on, come on, come on, come on. Sprint, 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 sprint. Go! Hier mal eine geile Position auf dem Berg, das MG. Außerdem, Grillmeister, wenn du ein MG hast, verschanzt das hier in einem der Gebäude hier auf diesem großen Fabrikgelände hier. Also, das hält manche ab. Ich kam da nie vorbei mit meinen Einheiten, oh, weil die Russen unsere MG verschanzt hatten. Oder bauen Bunker in die Nähe, ist auch eine gute Idee. Heißt ja hier der Truppe. Mach mal, bauen Bunker hier irgendwo in die Nähe. Das wird unserem Land gehören. Gezielter Beschuss. Oh. Ich fange an, diese Taktik nicht zu mögen von den Gegnern. Ist. Oder die wäre? Flammenwerfer. Oh, Flammenwerfer sind kacke. Fährt mich gerade wegen. Ach, ich tue einfach MG spammen. Ah, die sind fail geworfen. Da ich rush jetzt mit meinen Sturmgrenadieren, komm, tut das, was ihr am besten könnt, Sturmgrenadiere. Oh, die umkreisen mich hier. Ah. Komm, Sturmgrenadiere, die enttäuschen mich so richtig, die Sturmgrenadiere, das kann doch nicht angehen. Hallo, ich habe immer... Die Sturmgrenadiere sind normalerweise richtig, richtig gute Dinge, aber... Nein, zurück. Oh, fuck! Ich hasse diese scheiß Sprengladung. Jetzt weiß ich, warum du die so liebst. Also... Ja, ja. Genau, und dann werfen sie mir doch so Molotov-Cocktail hinterher und meine Typen rennen einfach durch. Nicht anders. Rücken ab! An die scheiß Panzer. Und hier die
Base kommen von denen. Geh zurück, Daniel! Das könnte eine interessante Reise werden. Komm, komm, renn, 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 renn. Mein Gott, das ist echt scheiße gerade. Was würde, wenn die jetzt zerfickt von mir? Oh, guck, Alter, guck. Hier im GF haben wir auf die einen. Boom, 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 boom. Da, die Sturmgrenzen hier sind richtig gut im Nahkampf, nur manchmal wollen sie echt nicht. Eieiei. Ah, der hat hier schon einen Bunker gebaut, perfekt. Alter, guck mal, wie die hier niedergehalten werden von tausenden MGs. Ja, ich habe gerade keine MGs, das ist mein Problem. Ja. Muss ich mal bauen. Bei dir ist das ja auch eher sinnlos, bei dir. Ja, schau mal, bei mir, jetzt gehen sie richtig auf mich. Letztes Match, also im letzten Match sind sie richtig auf euch gegangen, weißt du? Das ist so, so die richtige Rache. Wir gehen auf PP-Schars. Also Maschinenpistolen, da werden sie. Oh, nicht diese Front-Wiki-Trupps, oder? Front-Wiki-Trupps, genau. Ja, die kann ich gar nicht leiden, die Viecher. Kampagne sind ja aber geil. Hast du die jetzt überhaupt mal gespielt? Ja, die Kampagne habe ich gespielt. Gut. Ich fand die eigentlich relativ geil. Also gut gemacht und so. Ja, die war. Die also ich habe sie nicht durch, noch nicht ganz durch, aber ich habe sie schon etwas weiter. Die letzte Mission ist ziemlich Sturm auf Berlin. Auf den Reichstag. Da bin ich noch nicht. Ja, aber die Kampagne ist geil. Alter, die gehen bei mir fast bis in die Base. Die killen gleich meine Treibstofflage. Ich brauche hier unbedingt einen Trupp. Gut. I coming. I make Panzer. I make Panzer, ja. Okay. Dein Englisch, merke ich schon. Richtig gut. Grillmeister schickt zum Truppen, oder? Nee. Grillmeister, ich glaube, du hast. Haltet einfach euren Trupp. Übrigens, hier kommt eine Flanke rein. Ah, oh, nee, der zieht sich zurück. Aber Grillmeister, ich glaube, du hast zuhauf Ressourcen übrig, oder? Mir kommt so vor, du hast so wenige Einheiten. Du hast noch nicht viel zerpfeffert oder verpfeffert. Pfeffert. Du Pfefferer, du. Ah, der Sniper. Sniper geht ab. Grillmeister. Snipe, Snipe. So. Fronto Wiki. Fronto Wiki Grillmeister. Zurück mit dem. Zurück. Oh. Die Fronto Wikis. Bleibt mein zweiter MG-Trupp da. Oh, Alter. Ich weiß, was die machen wollen. Was denkst du, was die machen wollen? Mich flankieren, aber ich zieh mich schon. Alter, schau dir das an! Pass auf! Los, drauf mit deinem Flammenwerfer! Auf die MG, das ist ein deutsches MG! Oh, die haben MGs geklaut, das ist ja ganz, das ist blöd. Ach, hier. Irgendwie sieht das gar nicht gut aus. Stalins kleine Mädchen sind da. Eieiei, du. Meine MGler werden ja auch. Hier kommt also doch keiner. Habe ich das richtig verstanden? Dankeschön. Jetzt meine Treibstoffflagge auch noch hin. Ach, diese Frontologie-Trupps gehen ihnen dreckig auf den Sack. Komm, Grillmesser, wir erobern jetzt zusammen die Mitte. Hallo! Du wolltest mir doch helfen! Aber Grillmeister braucht dringend noch meine Hilfe. Achso, also das Treibstofflager hier ist dir scheißegal. Hey, wake up. Ich wurde auch noch angestupst. Ich muss jetzt hier erstmal das hier erobern. Naja, okay. Dann ist jetzt mein Treibstofflager als Wutsch. Will ich nicht vernachlässigen. Panther kommt, bei mir kommt auch gleich einer. Ja, bei mir kommt ein Brummbär. Brumm, brumm, brumm. Ja, da bringt's viel mehr. Wir haben es geschafft. Die haben übrigens die Ressourcen verändert, ne, auch gemerkt. Wo haben die Ressourcen verändert? Ihr merkst es nicht, wenn du den Panther anguckst, wenn du den Brumbe anguckst. Die haben das die Credits verringert und den das Benzin erhöht. Oh nein, schau dir das an. Ja, super, echt Wahnsinn.
Dankeschön für die tolle Unterstützung, ne? Ich merke mir das. Entschuldigung. Kriegt sie zurück. Glaub mir. Tut mir leid, aber mein Trupp war gerade auf dem Weg und da muss die Grillmeister helfen. Alter Schwede, hat jemand hier Abwehrfeuer oder sowas? Was? Jemand hier irgendwelche Angriffe? Wie, Angriffe hat hier irgendjemand welche Angriffe? Und hier verpflanzen. So, mein Freund, jetzt kommt Counter-Attack. Man merkt schon, dass hier die KI spielt, die setzt auf Masse wirklich. Die bauen allgemein, die KI baut eigentlich fast keine Fahrzeuge, bis auf die auf Expert. Die bauen. Sonst aber null. Komm zurück. Alter. Jetzt hole ich mir das, was mir gehört, mein Freund. Außerdem Grillmeister, das kannst du auch noch einnehmen, wenn du zu viele Einheiten hast. Oh ja, jetzt kommt der Panther, jetzt rockt's. Das ist auch hier die KI. Nee, das ist nicht die KI. Bei mir kommt Brummbär. Bei mir ist die KI. Nee, das ist ein Genoscher. Nasa. Rück. Alter, diese Flammenwerfer-Taktik. Die gehen jetzt richtig hier drauf. Bei mir machen sie jetzt gar nichts mehr. Ich merke das. Oh ja. Jetzt ist die Armee. Schnappt euch Bunker. Bunker. Hier einen Bunker hin platzieren. Bei dir auch. Die kommen jetzt. Die klappern die Sterne ab einfach. Hab ich so das Gefühl zumindest. Nee, bei mir treffen sie auf starke MGs. Die Frage ist, wie lange diese MGs halten werden, mein Freund. Irgendwie halten die MGs hier alles, was es gibt, nieder. Hey, wenn du... Was ist mit deinem Packer passiert? Pack! Wo haben wir die Pack? Ich habe mir jetzt erhofft, dass es ein leichtes Match wird. Ne, so leicht ist es auch nicht. Die halten uns schon nieder. Ah, ja. Ah, mein Brummbär ist da. Perfekt. Wo ist die Pack? Du hast die Karte markieren. Ja, Vorrückentrupp. Grenadiere im Gebäude. Wie viel passen denn das Gebäude? Ich platziere ein paar Gebäude im Gebäude mal. Ich glaube, das ist nützlich. Pioniere. Ja, schick ihn zurück! Rückzug, Rückzug, Rückzug mit dem Panther! Die Gardeschützinfanterie sind Gift für einen Panzer, aufpassen! Von hinten! Da! Pass auf! Die kommen da! Schnappst du dir! Komm, Rückzugang in die Bay. Rückzugang zu meinen Pios, die kommen dir schon zur Hilfe. Junge, nee, mach doch mal. Langwerfer. Zeig nie den Feind deine hintere Seite, du zeigst ihm voll den Arsch. Da ist der Motor. Wenn die den Motor treffen, ist Ende. Infanterie. Eieiei. Repair, komm. Komm, wir können das nicht mehr so verkacken jetzt. Nee, wir verkacken es ja auch nicht. Ich hole mir mehrfach Raketenwerfer. Er ist jetzt auch eingetroffen und dann. White Panther kommt, okay. Dann haben wir drei Panther. Zwei Test Panther, das heißt der zweite Panther. Mein Gott, Deutsch. Deutschunterricht oder was? Es ist ein Schweizer, was willst du da verlangen? Also das wird eine Beleidigung, mein Freund. Das war eine Beleidigung? Ja, das ist ein Schweizer, was willst du da verlangen? Naja, Schweizer haben eine andere Sprache als wir. Ja klar, aber er kommt nicht aus welcher Schweiz kommst du, weil die sprechen ja viele Sprachen. Aus Franken oder aus weiß ich, Hunegutze? Hunegutze, mein Freund, Hunegutze. Du bist auch Hunegutze. Oh ja, das wird jetzt lustig. Uhuhu! Und Raketen. Bam, bam. Komm, das Ding muss einstürzen. Ah, nein. Hier vom Bodensiege ist ja gar nicht so deutsch. Komm, Artillerie, ich hau die jetzt weg.
Oh, das haust jetzt ein. Oh yeah. Oh, das war jetzt geil. Das war jetzt aber. Brumbeer kommt auch jetzt. Die KI stellt sich gar nicht so doof an. Muss ich mir schon lassen. Ja, ich glaube, das sind sogar welche auf Standard. Die sind gar nicht auf leicht oder so. Deswegen. Das wäre ja auch doof. Guck mal, die haben die Base einfach zugemacht. Maschine gerade in die Base rein. Hey, nein, wie heißt er noch? Grillmeister, tut der Truppen fortbewegen, du hast hier eine riesige Armee stehen. Oder wartest du auf irgendwas noch? Alter Schwede. Alter, ne, der Brumbeer, der lässt jedes Haus einstürzen. Alter, ist das. Guck dir das mal an, mein Panther. Ach du Heiliger! Der Base, die Base, habt ihr irgendwie einen. Alter, warte noch kurz, warte noch, der. Nein, ich hab nicht genug Ressourcen, sonst hätte ich jetzt. Ich hab Sperrfeuer drauf gehauen. Ja, echt? Ja, wo? Wo ja, kommt es? Armee. Also bei mir kommt dabei nichts, ne? Na, jetzt kommt's aber. Ah, jetzt hat. Oh yeah! Go, go! Fahr zurück mit deinem Panzer! Los, weg da! Fahr weg! Ja, das bringt nichts. Ach so, du hast einen Geler, ich dachte ein Artilleriesperrfeuer. Lass deinen Panther zurück. Oder kill die pack damit. Oh nein, der Panther ist futsch. Mann. Das wäre voll das verschwendete Geld, ne? Was du da machst. Naja. Hast du noch deine Ressourcen, Mann? Deine Ressourcen hier. Guck hier. Buch damit. Feldreparatur, wie es scheint. Herr Grillmeister. Da kommt ein Flugzeug. Oh fuck, die haben jetzt. Die holen sich Packs, ne? War das der Computer oder? Nee, das ist Jeffrey. Du einfach. Hast du hochgehauen noch? Nee, hast du nicht mal geschafft. Egal, gegen meine schaffen sie nichts damit. Ich hab gerade einen Brunnenbär gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so die beste Idee war. Gerade wird repaired. Hey, Grillmeister, Brunnenbär und eine Gruppe von Panthern und dazu eine riesige Infanteriestreitmacht, die sich gerade auf dem Weg befindet. Das hört sich doch gut an, oder? Ja. Das ist sehr gut. Was heißt denn eigentlich THX? Danke. Das heißt Thanks auf Englisch. Ach so. Das ist so die Abkürzung, die gängige. Ach so, okay. Dann bewegen wir uns. Ja, wir haben gewonnen. Ja, es war jetzt nicht ein Match, wo ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt so knapp gewesen, aber es war ein Match, wo ich mir irgendwie das leichter gedacht habe, weißt du? Ich wollte gerade diese riesige Armee. Guck mal hier, diese riesige Armee haben zwei Panther und eben Brumbeer. Und jetzt haben okay, schickt jetzt einfach die Brumbeer, eure Panzer einfach in die Basis der Gegner, kommen. Ja, wir haben noch 8 Punkte. Wir haben noch 8 Punkte, das wird jetzt eine Sperre leider. Ach man, und ich habe diese riesige. Ich schick noch ein Opel. Guck hier noch ein Opel. Ja. Okay Leute, dann war's das mit diesem Let's Play. Wir haben gewonnen. Wer hätte es gedacht? Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.